gespannt, eben wegen dem neuen Patch, wegen den Picks, Stimmt. was da uns alles erwartet. Und wir starten jetzt auch schon in die Champions Legend. Wunderbar. Also, wie gesagt, auf der blauen Seite haben wir hier Respawn Esports, sehe ich gerade. Die haben jetzt nochmal kurz durchgeswappt. Das heißt, ich musste uns in-game noch kurz ändern. Und auf der roten Seite haben wir die Frost Dragons. Aber alles halb so schlimm. Also wir spielen im aktuellen Patch, soweit ich weiß. Dementsprechend wirklich das, was ihr draußen spielt, spielen wir hier auch. Somit ist es kein Unterschied, Runen etc. Alles das Gleiche. Die ersten Bans, ja, Yasuo tippe mal stark auf den Target-Ban. Ja, hätte ich jetzt auch vermutet. Metamäßig ist er nicht ganz so wichtig, nicht ganz so relevant. Thresh könnte schon eher Richtung an Meta-Ban sein, obwohl hier auch wieder eher gilt. Ja, da, also man schaut sich die Gegner an, man hat kurz Zeit, da sich die Profile anzusehen, was spielen die, und demnach tippe ich hier auf einen Target-Ban. Ja, die Möglichkeit ist natürlich auch, dass die Teams irgendwelche Kombos spielen. Also, so wie du gesagt hast, man schaut sich das Gegnerteam an. Was spielen sie häufiger? Was für Kombos haben sie trainiert? Und vielleicht wäre der Yasuo genauso ein Pocket Pick gewesen vom Enemy Team, das sie vielleicht in den letzten Tagen öfter trainiert haben oder so. Wo man halt dann wirklich sieht, okay, die bauen eine ganze Kombo um den Yasuo auf. Was zum Beispiel, es ist zwar jetzt schon länger her, aber es gab wirklich eine Zeit, wo die Leute wirklich genau das gemacht haben. Sie haben geschaut, dass wir drei, vier Knockups im Team haben, damit der Yasuo auf jeden Fall draufkommen kann. Somit hast du. Auch wenn der Yasuo jetzt auf der Lane nicht so dominant ist, wir wissen, im Late Game wird er stark, somit kannst du da die Combo spielen. Vielleicht ist es einfach der Hintergedanke. Auf der anderen Seite, wir haben jetzt Ornn gepickt, Gebannt, gebannt. ja. Ja, brauchen wir nicht lange darüber diskutieren, einer Ja, der stärksten Champs. kurz will ich noch dazu sagen zu Ornn. Casper Cup, also er ganz aktuell wurde er heute das Finale gespielt, wieder aber auf Patch 7.22 gespielt und da war er permabannt und jetzt mit Patch 7.23 wurde er nochmal gebufft. Also man kann sich vorstellen, wie unglaublich stark dieser Champion aktuell sein muss und deswegen wundert es mich nicht hier, also dass man da wirklich jedes Mal wahrscheinlich den Ornn gepickt oder gebannt sehen werden. Ja, vor allem, es ist ja jetzt mit dem neuen Patch, wird Ornn an sich ja genervt. Ein bisschen Ja. sein Weh. Auf der anderen Seite haben sie die Mastery-Runen angepasst, wodurch er eigentlich wieder gleich stark ist. Aber die anderen Gegner halt ein bisschen stärker sind. Also, ich bin gespannt, was sich da tut. Ich hoffe, dass wir jetzt in Zukunft dann nicht diese stumpfen Top-Duelle, Shen gegen Mauke, Ornn gegen Mauke, alles, was halt irgendwie einfach nur tanky ist und sich nicht wirklich killt, sag ich Ich jetzt meine, mal. ja, es ist zwar ein bisschen langweilig auf der Lane, das stimmt schon, aber andererseits sind die Teamfights umso spannender, weil die Weil sie länger dauern dann dauern. länger, man hat eben mehr CC, man hat Hard Engage und also mir persönlich gefallen die dann besser. Aber dafür jetzt nochmal Leona rausgenommen, genauso wie eine Xayah und First Pick Ezreal. Da bin ich jetzt auch ein bisschen überrascht, dass der durchgegangen ist, weil Ezreal hier als, denke ich mal, als bester AD Carry aktuell gilt. Ja, vor allem mit der Kleptomancy ist er halt wirklich mehr als on the top und eigentlich wirklich Banner Pick. Je nachdem. Aber gut, man hat halt wirklich einfach versucht, Thresh Leona rauszubekommen. Dürfte ihnen anscheinend wichtiger gewesen sein. Und dann in Ornn noch dazu. Also ich bin selber gespannt, was sie für eine Combo spielen werden. Und wir haben eine Zoe. Also auf Oh. das muss ich sagen, auf das freue ich mich am meisten. Ich habe es jetzt in der im High Elo habe ich sie wirklich noch nicht beobachtet. Dementsprechend bin ich irrsinnig gespannt, wie sie in die Combo des Teams reinpasst, würde ich jetzt mal behaupten. Das denke ich auch. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesehen. Für mich ist sie so, geht Richtung Assassin. Also hat ihren CC, hat ihren Burst, aber hat auch ihre Schwächen. Also das darf man nicht unterschätzen. Trotzdem denke ich, dass sie aktuell ein bisschen zu stark ist. Ich denke, da wird noch ein Nerf kommen. Und ja, ich bin gespannt, wie man jetzt hier ja, das Game sehen wird mit dir. Was ich noch sagen wollte, eben der Braum, denke ich mal, ein ganz wichtiger Pick gegen Ezreal, weil du kannst ihm den Qs blocken, du kannst das Ultimate blocken und da denke ich mal, dass man hier einen guten Pick gemacht hat als Support. Auf jeden Fall, vor allem, ich meine, die Zoe hatte man zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen, aber die ist jetzt ihr Q, glaube ich, ist es, wenn ich mich jetzt nicht täusche, kannst du auch mit dem Schild dodgen, dodgen, Blocken, blocken. ja. Oh, ganzen Begriffe. Nein, also der Braum ist auf jeden Fall gut und Braum Caitlyn ist sowieso eine schöne Combo, also das wird eine spannende oder auch, na, oh, eine spannende Botlane, glaube ich. Bin vor allem gespannt, was sie sich für einen Supporter zu holen neben den Ezreal. Ob sie sagen, okay, wir gehen auf diese Classic, Poke Botlane, also Karma-lastig zum Beispiel. Vor allem, wir sehen es jetzt, wir haben von den fünf Bans haben wir vier Supporter-Bans. Ja, vor allem, weil eben in den ersten drei Picks hier noch kein Support gepickt wurde. Und jetzt, du hast es angesprochen, eine Karma zum Beispiel wäre eine gute Möglichkeit in Verbindung mit Ezreal, da du unglaublich viel Pressure hast dann auf der Lane, sehr viel poken kannst. Ja, und sieht auch gut aus, dass man die picken wird. Auf der anderen Seite haben wir noch eine Caitlyn gehabt und einen Corki, also sehr Attack-Speed-lastig. Klar, Corki macht Magic Damage, aber er scaled eben mit Attack-Speed und so macht ziemlich guter Carry fürs Late-Game.
Und eventuell jetzt ein Shen, und das hast du auch gesagt, Shen Maokai. Ja, ist halt einfach Classic, das war auch schon immer Classic und wird aufgrund der neuen Meta und aktuellen Meta sicher auch wieder öfter zu sehen sein in Zukunft. Da werden wir lange Prügeleien auf der Toplane sehen, aber es wird nicht allzu viel passieren. Nehme ich jetzt einmal an. Letzter Pick, der Jungle fehlt noch bei den Frost Dragons. Wobei ich sagen muss, die Elise würde mir das sehr gut gefallen. Ich bin froh, dass sie picken. Also Elise ist wirklich ein wirklich. Ich weiß nicht, ich finde, das ist mir einer meiner Lieblings-Jungler, auch wenn ich selbst gestehen muss, dass ich sie nicht spiele, weil ich sie einfach nicht kann. Oder mir nicht die Zeit nehme, sie zu lernen, sagen wir es mal so. Aber ich finde, sie ist einer der stärksten Jungler, weil du mit ihr so viel Potenzial hast. Ich meine, wir sehen es jedes Mal in den Worlds LCS. Du hast Level 3 den Tower Dive auf der Botlane und auf der Toplane fast jedes Mal vorprogrammiert. Du kannst so schöne Picks machen, du kannst dodgen, du kannst mit diesem Champ wirklich so gut wie alles machen. Dementsprechend bin ich wirklich froh, dass wir eine Elise haben. Ich glaube auch, dass sie im Vergleich zu Sejo sehr viel machen kann, weil die Sejo doch ein bisschen, ja, ich nenne es jetzt einfach mal langsam ist im Early. Dementsprechend bin ich gespannt, wie sich da die ersten Routen wirklich auswirken auf das Game. Was ich irgendwie gar nicht mag, ist dieser Corki Midlane. Also ich weiß, er wird permanent gespielt, du hast sehr viel Potenzial, du hast viel Damage, du kannst mit dem Package sehr schön roamen, doch so hast du sehr viel Movement Speed. Aber da bin ich halt dann trotzdem in dieser der Classic Mage Midlaner, sage ich jetzt einmal. Weil du hast halt, wenn ich jetzt einfach vergleiche, einen Viktor, eine Orianna, du hast nicht dieses Teamfight, ich nenne es Monopol, wie mit Corki halt. So, ich muss mich da noch vorher ein bisschen ausbessern, denn wir haben nicht die Frost Dragons, sondern das super krasse Team gegen die Respawn Esports. Und da muss ich jetzt mal kurz die Seiten wechseln. Also, kurzes Entschuldigung dafür. Also, blaues Team haben wir, Respawn Esports. Und auf der roten Seite super krasses Team. Hört sich schon mal stark an. Nämlich der Tag ist genial, weil der Tag ist dann SKT. Das hat man sich ja anscheinend ganz genau so ausgemacht. Ja, gut überlegt, gut durchdacht. So, da. Perfekt. Gut, jetzt haben wir die richtigen Namen stehen, das richtige Team ist drinnen. Was glaubst du, wird die Soul für einen Impact haben? Das kann von 100 bis 0 gehen. Oder von 0 bis 100. Absolut. Und deine Tendenz? Ich würde Irgendwas? sagen, ich glaube, das Problem ist aktuell, dass man noch nicht so das Gefühl gegen sie hat, also gegen sie zu spielen. Das heißt, du bist ein bisschen unaware von ihrem Sleep. Der kommt teilweise extrem hohe Range hat. Also, ich habe es einmal gegen sie gespielt. Und ich bin einfach jedes Mal one-shotted worden, weil ich denke mal, was kommt da für eine Bubble auf mich zu und plötzlich schlafe ich und dann kommt das Q und dann war ich dead, halt scary. Und ich denke, das ist noch aktuell ihre größte Stärke und grundsätzlich ist sie halt stark, also deswegen. Das ist der einzige Punkt, wo ich dir vorher widersprechen würde, weil du sagst Assassin. Assassin ist für mich so, oder du gehst rein, burstest wieder und gehst wieder raus. Zoe braucht irrsinnig lang, um diesen Burst aufzusetzen eigentlich. Also lang ist natürlich relativ, aber für einen Assassin, wenn ich jetzt gehe, eine Akali oder einen Zed, die ulten dich, machen ihre 3-4 Skills, ihre Kombos und sind wieder raus. Aber Das stimmt, Zoe ja. braucht eigentlich so viel, weil sie will erstmal den Stun channeln, damit sie dich ja fix hat. Und dann musst du noch schauen, dass du eigentlich dein Q so vorbereitest, dass du mit deiner Ulti chargen kannst, wirklich maximale Range ausnutzt, um wirklich den maximalen Damage zu kriegen. Dementsprechend ist sie für mich, auch wenn sie halt Mage Assassin ist, aber ich finde, sie braucht irrsinnig lang, um diesen Damage aufzusetzen. Das ist auf der anderen Seite auch die Schwäche ist schwer zu sagen, weil sie ist wirklich stark. Aber ich glaube, dass das trotzdem ihre größte Schwäche ist. Wenn die Leute ein bisschen besser wissen, wie sie gegen sie spielen, wird es ihnen irrsinnig leicht fallen, diesen Stun zu dodgen und dementsprechend auch den Burst Damage. Ich denke nur, ja, also nicht nur das Dodgen, sondern du kannst dann als Team einfach wirklich das blocken, weil du bekommst einen Zusatzschaden durch den Sleep und wenn es ein anderer Teammate, vor allem ein Tank, einfach blockt, wird dieser True Damage nicht geprockt und somit ist das Q auch wesentlich schwächer. Eben, deswegen, also da bin ich wirklich sehr gespannt, deswegen hat mich deine Meinung interessiert, weil ich kann es genauso wenig einschätzen, kann auch von Ja, 0 bis komplett 100 neuer gehen, Champion, ja. aber deswegen freue ich mich, dass man sie sieht, weil nur so lernt man eigentlich gegen sie zu spielen. Dementsprechend schauen wir, was rauskommt. Botlane wird auch sehr spannend sein. Du hast halt Braum, das Schild, das wir das sicher oft benutzen müssen in dem Game. Karma, Ezreal, Poke, mehr als nur Strong. Wir haben es in der Vergangenheit gesehen und es wird auch in der Zukunft immer eine starke Poke-Botlane sein, das Duo. Ja, und eben nicht nur, weil du gesagt hast, neuer Champion, es ist sehr interessant. Wir haben ja wirklich gute Teams heute mit dabei. Das sind ganz starke Teams, Absolut. Full Diamond mit Master-Spielern und das jetzt schon eigentlich im Viertelfinale sind wir jetzt. Wenn ich jetzt, oder? Sogar, Nein, wir sind schon noch, nein, das wir ist sind noch jetzt vorher davor. noch, oder? Wir sind im Im Sechsfinale. Achtelfinale, ja. Ja. Achtelfinale sind wir. Also wir haben dann wirklich noch einige Spiele vor uns, wo wir uns die besten Teams aus Österreich anschauen können. Nochmal kurze Info dazu. Teams, die hier mitspielen, bestehen aus mindestens drei Österreichern und zusätzlich eben dann vielleicht Deutsche mit dabei oder aus anderen Ländern. Ist gar kein Genau. Problem. Aber
unglaublich viele Teams, 98 gesamt. Großteil schon ausgeschieden, leider. Wie gesagt, wir sind schon im Achtelfinale. Wir sind bei der Crème de la Crème und alle, die es noch nicht geschafft haben oder schon ausgeschieden sind, am 16. Dezember gibt es die nächste Chance. Wieder zwei Teams können sich qualifizieren. Also alle, die noch nicht dabei waren, nutzt die Chance, meldet euch an. Auf der A1 eSports-Seite findet ihr den Link, beziehungsweise findet ihr die Anmeldung zur ESL-Seite, wo ihr euer Team dann registrieren könnt. Genau, und es ist auch wichtig, und bin mir ganz sicher, dass unser Manuel, der im Chat unterwegs sein wird als Moderator, wird auch gerne da weiterhelfen, was die Fanpage auf Facebook angeht, nämlich auch, die heißt genau A1 eSports League Austria, powered by ESL. Vielleicht findet ihr das selber, aber wenn nicht, dann wird euch der Manuel natürlich den Link dazu geben und da könnt ihr liken und werdet News und ganz aktuelle Berichte über die Liga finden. Also alles wunderbar und wir sind jetzt eigentlich schon mitten im Game. Also, ja gut, mitten im Game kann ich sagen, aber es kann schon spannend werden. Schauen wir uns mal kurz die Grundvoraussetzungen sind Startup geschaffen. an. Ja, alles klassisch. Also klassisch. Corki hat mehr oder weniger auf Corruption Potion gestartet. Maokai, Doran's Ring. Der Shen aufs Shield. Also ist jetzt für mich wirklich nichts Überraschendes. Das Einzige, was ich vielleicht hervorheben würde, ist, dass die ADCs beide auf Doran's Shield gestartet sind. Doran Ward. Ja, bisschen Poke, aber nichts Großes. Man will halt gleich sofort spotten. Wo fängt der Jungler an? Wo geht die Elise hin? Damit man gut auf die Ganks vorbereitet ist. Aber Start-Items, wie gesagt, das Einzige, dass die ADC Spider auf Doran Shield ist nicht immer Standard zwingend, dementsprechend finde ich doch würdig zu erwähnen. Deutet ein bisschen darauf hin, dass beide Lanes ein bisschen passiver spielen möchten, eigentlich jetzt nicht großartig Plays machen wollen. Klar. Wundere mich fast sogar auf der Seite von S-World Karma, weil du halt mit diesen beiden Champions halt unglaublich aggressiv spielen könntest. Und ja, ich bin schon auf diese Entwicklung gespannt auf der Botlane. Dann kommen wir schon die ersten Qs durch. Und auch gleich interessant, was wir eben sehen, Karma mit Meteor anstatt mit Ahri. Nachdem ja Ahri 7.23 genervt wurde, verständlich. Ich denke aber, dass sogar nach diesem Nerf Ahri immer noch besser wäre auf Karma. Ja, Weil weil sie du eben halt auch. mit dem Schild noch einen Genau. Bonus haben kannst für deinen ADC oder für andere Member. Also auch wenn es ein bisschen genervt wurde, glaube ich, immer noch stärker. Auf der anderen Seite, wenn sie wirklich auf diese Poke Lane gehen, dann kann ich durchaus nachvollziehen, weil du hast halt den Slope, wenn du das Q hittest. Dementsprechend wird dein Komet ziemlich sicher hitten. Außer du machst jetzt einen Braun, der dodgen kann oder wegjumpt oder was auch immer, das ist schon klar. Aber rein vom Grundverständnis her wäre das durchaus gut durchdacht gewesen. Und hier die ersten Qs, die von Zoe treffen. Auch wenn wir kurz eben die Runen anschauen. Corki mit Fleet, das ist eine Rune, die ich eigentlich sehr selten sehe. Macht aber auch Corki durchaus Sinn. Ja, vor allem gegen die Zoe. Man will halt viel Movement Speed, damit man ja nicht zu lange irgendwie im offenen Feld steht, immer hinter Minions stehen, damit man halt wirklich ja nichts abbekommt, weil es geht halt auch nirgends durch, mehr oder weniger. Dadurch hast du den Vorteil, du stellst dich einfach hinter Minions, schaust, dass du gutes Positioning hast und sie kann dich nicht wirklich direkt hitten. Das heißt, sie muss den Umweg an den Minions vorbeigehen mit dem Q und dann hast du eigentlich wirklich sehr viel Zeit, um darauf vorzubereiten. Man muss aber dazu sagen, es funktioniert ähnlich wie das Q von der Karma, weil wenn du zu knapp stehst am Target, das getroffen wird, bekommst du trotzdem Schaden. Der erste Gank in der Mitte, aber da hat die Range gefehlt vom Cocoon von der Elise. Also keine Gefahr für Boss Brain. Also der Vergleich mit der Karma-Q ist auf jeden Fall mehr als nur zutreffend, weil klar, wenn ich dahinter stehe, werde ich es auch gehittet. Aber ich glaube, dass man einfach aus dem Grund auf das Doran-Schild gestartet ist, weil das halt auch schnell in die andere Richtung laufen kann. Also wenn ich mir jetzt einfach den Ge Grundgedanken hernehme, Braum schafft seine Passive zu hitten, Caitlyn hat große Range, kann auch poken, schafft vielleicht schneller mal den Stun zu droppen, dann hast du einfach das Problem, dass du irrsinnig low bist und aber keine Defensiv-Stats hast. Somit kannst du echt nichts mehr machen. Du bist so unter den Tower gepressured, obwohl du eigentlich die Poke bist. Dementsprechend glaube ich, dass man hier halt einfach sagt, okay, Safe Call, wir können trotzdem poken, wir machen trotzdem mehr Schaden. Geh mal lieber auf Doran's Shield, haben wir einen Safe Call. Vor allem mit den ganzen Active-Sachen, die Espel dazu geklebt haben, meinen Sie. Ich denke vor allem auch, dass man auf der Botlane hier als Karma und als S-World ein bisschen auf die Ganks aufpassen muss. Klar, Karma, du hast einen Speed-Buff, du hast mit S-World das E. Aber bei einem Elise Cocoon, wenn der hittet, hast du ein Riesenproblem und das musst du einfach respektieren. Aktuell läuft aber eigentlich alles wirklich wunderbar für Respawn Esports. Wir sehen CS-mäßig schon fast überall ahead und Toplane immer wieder diese Austausche. Beide Toplaner mit Grass of the Undying, das heißt, sie werden auch ein bisschen mehr HP stacken, wenn sie öfter traden. Aber Shen wirkt hier etwas stärker aktuell als Maokai. Ja, wir sehen, Elise ist schon wieder auf der Botlane. Wurde halt jetzt gesichtet, man hat gleich gepickt.
bewegt sich jetzt Richtung die Mitte. Die Zoe ist halt sehr am Pushen. Auf der anderen Seite die Sechu. Ist die Frage, kann man die Zoe jetzt bestrafen oder ist Corki da zu low, um Corki was zu riskieren? Ist, denke ich, zu low. Der hat jetzt hier ein wunderschönes Q abbekommen. Also tolle Combo von Zoe. Aber er ist immer noch auf der Lane. Er ist immer noch da. Er muss sich halt überlegen, er hat Clans mit dabei. Also Clans macht Sinn gegen den Sleep. Aber ja, vor allem, desto länger das Game dauert. Sie will im Endeffekt diesen Sleep treffen, damit sie dann ihre Combo ohne Probleme rauskriegt. Aber sie kann halt den Stun, den Damage auch ohne den Sleep treffen. Dementsprechend kann man machen. Ich glaube, es gibt aber durchaus andere vertretbare Möglichkeiten. Ich denke, Corki hat auch ein bisschen auf die anderen Champions geschaut. Du musst überlegen, Sejuani, da kannst du auch gegen das Ultimate Clans verwenden. Genauso wie gegen Shen Taunt. Da gibt es ein paar Möglichkeiten. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn ich drei Leute habe, die mich so engagen und so taunten können, dann stellt sich die Frage, ob ich es mir überhaupt mitnehme. Weil ich sowieso habe ich die Chance, dort rauszukommen, wenn mich der erste hittet, okay, ich mache meinen Clans, dann ist der zweite da. Gut, habe ich einen Summoner geburnt und habe eigentlich nichts rausbekommen. Dementsprechend, ich verstehe dich, ich finde es auch absolut legit, aber ich bin mir nicht sicher, ob es, wenn ich sage, ich will diesen Corki fokussieren, ob ich dann wirklich dieses Clans jetzt so beeinträchtigen würde. Weil dann habe ich dreimal die Frage, viermal ja. Die Möglichkeit. Karma geht ja ziemlich aggressiv. Level 5 gegen Level 4. Caitlyn? Ja, wollte ja einfach ein paar CS denyen. Ja, bisschen nerven. Ja, vor allem hat er den Freeze beibehalten können und das ist extrem unangenehm für Caitlyn. Vor allem, weil Braum vorher back war. Da hat man auch meiner Meinung nach nicht den besten Back bekommen, weil eben der Support und der AD Carry unterschiedliche Backzeiten hatten. Und jetzt muss man halt hier schauen, dass man diesen Freeze wieder hinbekommt. Ah, das hat er schön geblockt. Der Braum kann etwas Schaden verhindern. Ja, und wir merken es schon im Farm. Also Ezreal kann sich so ein bisschen ein Lead aufbauen. Es sind zwar noch ein... Nein, es sind eigentlich für den Ezreal mehr Creeps da. Dementsprechend... Ja, also Ezreal baut langsam ein bisschen Lead auf. Und sie können halt wirklich poken. Das ist halt das, was wir vorher schon angesprochen haben. Der Poke ist halt einfach richtig stark und mehr zu werden. Ja, und My Name is Luke, der hat da richtig Bock, doch mal aggressiv reinzugehen. Er Schaden. Wirklich gut gemacht gegen Caitlyn und gegen Braum. Jetzt ist Elise zur Stelle, aber ich glaube nicht, dass man hier ganken gehen könnte. Schönes Mantel-Cure nochmal hinterher von Frozen Ranked. Ja, ja, und also da. Sie haben schön im River gewartet, das heißt, zu ganken wäre natürlich sehr schwierig. Vor allem, sie ist schon gespottet, es wurde schon gepinkt, auch wenn die Karma keinen Mana mehr hat. Da können sie ohne Probleme eigentlich ausmachen. Ja, also da hat er jetzt wohl auch kein Problem. Er hat es in E-Up und. Genau. Da hätte sich die Elise eigentlich gar nicht mehr zeigen sollen, in meiner Meinung nach, weil du halt jetzt die Info hergegeben hast, dass die Elise Spotzeit ist und du kannst das sowieso nicht ganken. Ja, vor allem dadurch, dass wir gesehen haben, die Karma war ziemlich low, es war sehr wahrscheinlich, dass sie backen wird. Dementsprechend jetzt den Jungler Botnen zu schicken, ja, gebe ich dir absolut recht, wäre durchaus sinnvoller gewesen. Vielleicht einen Drake zu starten, dann Braum rüber zu move, nachdem eh nur die ADCs auf der Lane sind, da vielleicht irgendwas aufzusetzen. Aber währenddessen sehen schon alle Top-Lane. Und der erste Gang auf der Top-Lane, guter Flash von Maoke, aber jetzt ist halt die Frage, hat man den Schaden? Nochmal ist die Jahn Ultimate hinterher. Die Basic Attacks von Shen reichen hier noch nicht aus, aber First Blood für Sejuani mit dem Red Buff dürfte auch noch wegkommen. Und der Gang hat gesessen. Sejuani jetzt 1-0. Sehr schön, ja, also Shen Flash ist auch noch geflogen, Maoke Flash ist geflogen, TP von Shen ist aber noch down, aber er hat die Ulti noch, das heißt auf der Botlane kann er noch engagen, aber der Maoke wird natürlich schneller wieder auf der Lane sein. Oh, Mantra-Kihur ganz stark, Flash von Caitlyn, Ignite tickt hier schon mal, Ezreal Ultimate, Heal kommt raus vom Power Toy, somit hat man disengagen können, aber nach wie vor Caitlyn und Braum unter Druck gegen My Name is Luke und gegen Frozen Ranked. Aber hast du den Damage gegen die Karma gesehen? Und genau das ist eigentlich der Grund, warum sie trotzdem so passiv spielen. Es ist einmal schaffen, diese Passive zu blocken mit dem Headshot von der Caitlyn. Wow. Das ist sehr risky. Also Frozen Ranked ist sehr unglaublich unangenehm, weil Caitlyn wollte unbedingt diesen Back nehmen und die Karma hat den Back unterbrochen. Das ist ganz ärgerlich für Power Toy. Jetzt kommt der Shen Dive mit dem Ultimate. Caitlyn ist schon mal down. Shen taunt gegen Braum und der bekommt seinen ersten Kill hier aus seinem Shen. Das war wunderbar gespielt, sehr gut getimed. Ja, man würde ganz sicher versuchen, den First Turret zu bekommen. Maoke wird nicht genügend Schaden haben, um das auf der Toplane zu bewältigen. Sejuani wird vielleicht jetzt noch Toplane defen gehen, dass er die Minions ein bisschen kriegt. Aber der Tower wird auf jeden Fall nicht fallen. Währenddessen auf der Botlane kämpfen sie um das First Blood Turret. Ja, es wird ja ganz klar an Respawn Esports gehen. Ja, so ist es nämlich.
Ja, mit diesem einen Play hat man nicht nur zwei Kills geholt, sondern eben auch den ersten Druid. Oh, da muss Elise ein bisschen aufpassen. Jetzt kommt aber Teleport von Mauk herein. Jetzt ist die Frage, kann man da voll und Corki mit der Package? Kann aber hier nicht ganz connecten. Jetzt nochmal mit W hinterher. Heal für die Karma. Ich glaube, es reicht nicht. Corki bekommt seinen ersten Kill. Oh, schön gemacht hier nochmal von Mauk mit der Ultimate. Die Basic Attacks. Double Kill für Corki. Mauk dafür in Return. Und jetzt auch die Zoe mit dabei. Kann den Sleep treffen, aber ich glaube, da kann sie alleine nichts mehr machen. Ja. Und die Pause. Okay. Jetzt ist die Frage, wer hat einen Lag, wer ist die Seed? Wo liegt das Problem? Aber... Okay, die Karma ist disconnected. Das ist natürlich sehr bitter für das Team, wenn die Karma hier ausfallen würde, sage ich jetzt mal, oder im Teamfeld ausgefallen ist. Wir wissen es natürlich nicht, wann sie den DC hatte. Also, aber war ein schöner Gank. Also war schön aufgesetzt. War guter Gank, ja, mit dem Marker-DP. Corki eben ist mit der Package gekommen. Caitlyn Braun, die war ein bisschen zu spät dran. Die sind aber auch aktuell ein bisschen schwach. Und die Zoe, die war eigentlich auch ein bisschen zu spät da, würde ich sagen. Aber im Endeffekt, ja. Das ist halt der Vorteil beim Corki-Package. Du kannst halt irrsinnig schnell auf eine andere Lane gehen und dann noch eine sehr, sehr lange Range eigentlich engagen. Und das hat perfekt gepasst. Also 2 für 1 getradet. Der Mauke ist leider gestorben, war zu lange im Tower, weil sie den Ezreal halt nicht gleich bekommen haben. Und dementsprechend mussten sie da ein bisschen herumspielen. Aber ich glaube, trotzdem hat sich ausgezahlt. Vor allem, wenn jetzt, wir sehen sie gerade noch so im Screen, wenn die Zoe hier jetzt nicht noch irgendwas machen sollte. Wobei ich nicht davon ausgehe. Ja, also 1v3, 1v4, musst du eigentlich schon sagen, die Elise ist ja da oben auch noch mit dabei. Ey, aber die ist low. Ja, also von der Elise machen wir jetzt die wenigsten Sorgen. Aber sollte die Zoe da jetzt wirklich einen Kill abstauben, dann würde ich es nicht ganz verstehen. Ich finde aktuell ziemlich krass den Levelunterschied. Die Botland vom roten Team, ja, beide Level 5. Also die sind hier auch hinter dem eigenen Jungler. Und jetzt sehe ich es leider gerade nicht. Karma Level... Oh, ich sehe es einfach nicht. Das ist einfach nicht lesbar gerade auf der linken Seite. Aber die müssten eigentlich im Level schon... Ja, die sind beide Level 7, glaube ich. Ja. Die sind beide ein ganzes Level, sogar mehr als ein Level eigentlich ahead. Gegenüber der gegnerischen Botlane. Und das macht auch einen riesen Unterschied. Und wir sehen, es wird geswappt. Die Botlane geht auf die Toplane. Dementsprechend wird man hier versuchen, den nächsten Tower zu pressuren. Mauke konnte gegen den Shen noch nicht viel machen und wird jetzt noch viel weniger machen können. Ja, die Frage ist halt, dieser TP-Play von Mauke, er war halt nett gedacht, die Ausführung war ich okay, aber das Outcome war vielleicht dann doch ein bisschen zu wenig, dass man sagt, man bekommt diesen Mauke wieder zurück ins Spiel. Ja, also Shen, Tiamat fertig, er steht 2-0, er hat Spectre's Coil, er wird jetzt im 1v1 absolut keine Probleme mehr haben gegen Mauke. Die Botline, für die schaut es auch ein bisschen düster aus. Jetzt muss halt Corki wirklich mit der Druck machen und dann vielleicht mit dem nächsten Package ein Play auf der Sideline machen. Also ich sehe das so ähnlich. Ich gebe dir da absolut recht. Corki steht 2-0, ist sehr schön im Game, ist nur ein bisschen im Farm Behind. Also der muss sein Team auf jeden Fall mitziehen, wenn sie dieses Game gewinnen wollen. Vor allem, wir haben mittlerweile Minute 11 und wir reden hier von 4K Goldunterschied. Und Sleep gegen Corki, da kommt nochmal das Ultimate, aber kein Q-Follow-up. War die Q auf Cooldown oder hat man sie vergessen zu casten? Also ich glaube, sie war auf Cooldown. Ich glaube, Zoe hat gerade das Q okay. für die Minions benutzt, deswegen ist auch Corki aggressiv reingegangen. Und auch interessant, dass man halt hier auf der anderen Seite vom super krassen Team nicht, was die Toplane angeht, Antwort. Man hatte Caitlyn auf der Botlane gelassen. Normalerweise sollte man Caitlyn Braum auf die Toplane schicken, Mark auf die Botlane, dass man dieses Matchup wieder ergänzt. Aber das hat man ein bisschen versäumt und dadurch verliert man Toplane wieder einiges an Druck. Ich glaube, dass das aber beabsichtigt war. Einfach die Caitlyn ist so far behind, das heißt, die hätten gewusst, auf Dauer drückt die Karma Ezreal Bot, die im Toplane ist, sie genauso weg. Somit lassen wir die Caitlyn auf der Botlane, damit sie ein bisschen farmen kann, dass sie wieder ins Game kommt. Der Shen kann jetzt nicht so viel machen, vor allem wenn der Braun dabei ist. Der ist zwar jetzt auch Toplane gegangen, um den Tower zu treffen. Aber muss ja auch passen. Ja, Ezreal Ultimate. Braun hat das noch ganz gut dodgen können. Mauke droppt extrem low und Sejuani bekommt hier ihren zweiten Kill. Und auch Shen ist mit dabei. Jetzt kann man den nächsten Turret holen. Da gibt es keine Antwort darauf vom super krassen Team. Ja, die haben die Caitlyn alleine auf der Botlane gelassen. Du sagst es richtig, sie ist aktuell wirklich schwach. Sie hat halt keine Items. Aber was willst du tun? Okay, leider 0-3. Sie kann aktuell gar nichts machen, das ist das Problem. Und dementsprechend spielt das Respawn-Team das irrsinnig gut. Sie rotieren und wissen ganz genau, gut, wenn sie uns die Caitlyn schicken, dann killen wir sie einfach wieder und machen den Tower. Wenn der Maokai alleine toppen ist, gut, dann kommen wir zu viert und bursten euch. Auch egal. Also wirklich sehr schön executed, sehr schön gemacht, schön rotiert.
Und ja, kann man eigentlich wirklich nicht viel. Sol versucht hier den Long Range Poke oder One Shot, je nachdem, wie man es dann bezeichnen möchte. Aber ja, also wirklich gut executed von Respawn Team. Gefällt mir sehr gut, was sie hier für Performance zeigen. Und das nächste Ziel natürlich der Herald, den man hier auf jeden Fall bekommen wird. Und ich denke, das Ziel wird dann auch sein, mit diesem Herald die Midlane zu pushen. Zoe hat jetzt in der Mitte doch ein bisschen was abbekommen. Fast kein Mana mehr. Korki zwar auch, aber. Da muss auch ein Caitlyn ein bisschen aufpassen. Wenn wir auch ganz kurz auf die Vision schauen. Ja, das sieht natürlich für das super krasse Team nicht ganz so krass aus. Nicht ganz so gut. Demnach müssen sie etwas defensiver spielen. Im eigenen Jungle auf der Topside haben sie sehr viele Wards platziert. Aber alles, was über den River hinausgeht, einfach nicht optimal. Und wir sehen auch warum. Wir haben drei Pink Wards vom Respawn-Team. Und die haben hier eine unglaublich gute Vision Control aufgebaut. Ja, vor allem sie haben den Vorteil, sie sind ahead. Somit können sie eigentlich sicher gehen, sollte sich das super klasse Team einmal in ihren Jungle trauen. Dann können sie einfach instant picken. Dementsprechend können sie so offensiv warden und haben halt den Vorteil, mit der ganzen River Vision komplett verhindern zu können, dass irgendwer hier nach vorne geht. So, man schickt Korki auf die Botlane mit Package. Da bin ich auch nicht ganz einverstanden. Ich meine, okay, man muss die Caitlyn in die Mitte geben. In der Mitte kannst du als Caitlyn jetzt farmen, relativ safe. Aber du musst jetzt schauen, dass du mit Package wirklich ein Play machen kannst, dass du wieder rankommst, dass du aktiv etwas probierst. Wir sehen goldmäßig Respawn-Team 5000 Vorsprung und das nach nicht einmal 15 Minuten. Das ist einfach schon ein gewaltiger Vorsprung. Und safe farmen finde ich persönlich auch noch sehr relevant, weil wir sehen es gerade. Sie spawnen den Herald, sie sind zu dritt in der Mitte, sie wollen diesen Tower haben. Somit ist es klar, dass sie diesen Tower einfach in ferner Zukunft bleiben. Ja, du kannst nicht mehr safe farmen, weil wir sehen nämlich Respawn-Team, die sind aktiv, die sind aggressiv. Wunderbare Ezreal Ultimate trifft hier drei Leute gegen drei Squishes. Braube schon down. Jetzt nochmal Shen taunt gegen Mao. Okay, der muss rausflashen. Tower ist down. Der Herald hat einen guten Job gemacht. Oh, Zoe war das. Ich hätte zuerst gedacht, der Ezreal. Aber es war die Zoe mit dem Q. Bekommt den Mao. Okay, zwei Kills für Respawn Esports und der Midroid. Ja, und es wird schon wieder rotiert. Man wird schon wieder. Es wird die Vision aufgesetzt. Man versucht hier wirklich gar nichts zu geben. Oh. Korki, das tut weh, da kommt das Sweep. Shen nochmal mit dem Taunt und das war Glance Flash von Korki, der hier nochmal ganz knapp weggekommen ist. Unglaublich. Ja, und schon hat sich Glance ausgezahlt. Ja, also dem Fall. In dem Fall wirklich berechtigt deine Analyse. Aber man ich glaube trotzdem, im wirklichen Teamfight. Ja, man muss dazu sagen, Korki hat zwar hier überlebt, aber man kann damit nichts anfangen mit diesem Nicht-Dev. Weil der Turret ist trotzdem gefallen, du kannst trotzdem eigentlich nicht reaktiv etwas machen. Ja, der muss Dragon wird fallen. Er hat keine Summoners mehr. Ja. Also unterm Strich. Mehr zum Beispiel es läuft aktuell nicht gut für das super krasse Team. Nein, und da muss Schärfe kommen. Wir haben es vorher schon angesprochen. Also wir sind Minute 16, wir haben 8k Goldunterschied. Die Chancen wären definitiv nicht größer, wobei man natürlich sagen muss, eine Caitlyn wird erst besser, desto länger das Games dauert, natürlich, wenn sie ihre Items hat. Ja, aber schau mal, aber sie hat nicht mal ein Item fertig. Sie braucht drei Items wahrscheinlich. Ich kann mir nicht vorstellen, so lange wird das Spiel nicht mehr dauern. Team es so lange hinauszögern wird, geschweige denn, dass es das super krasse Team so lange hinhalten kann. Ja, das bezweifle ich auch stark. Es hat halt angefangen mit diesem einen Play auf der Botlane. Also vor allem mit Gen Ultimate, das hat man sehr schön getimed. Man wollte antworten mit dem Teleport von Naokai, der zwar ein bisschen was rausgeholt hat, aber dafür, was man investiert hat, ich denke mal einfach zu wenig. Und gleichzeitig natürlich die ganzen Turrets, die man dann verloren hat. Ja, ich glaube, dass sie einfach auch ein bisschen zu wenig Waveclear haben. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel jetzt eine Orianna, Victor oder sonst was habe, kann ich schön die Waves immer rausschaffen. Somit kann ich ihnen ein bisschen Pressure wegnehmen von den Turrets. Ich glaube, dass du das nicht so gut kannst mit dem Korki, weil du viel zu nah hin musst. Und wir haben gerade gesehen, die Zoe hittet dich einmal nur irgendwie am Rande mit diesem Sleep und sorry, aber wir haben einen Shen, wir haben eine Sejuani, wir haben einen Ezreal. Da kann so viel drauf connecten, dass es einfach unterm Strich, glaube ich, nicht ganz der beste Pick war. Aber im Nachhinein kann man immer gut reden, also. Ja, also ich glaube, wenn ein Game so eindeutig ausfällt wie bisher, machen Picks nicht so den großen Unterschied. Es war dann einfach wirklich der individuelle Skill, die Spieler an sich, das Team an sich, die hier einfach die Combo wirklich gut gespielt haben. Nach wie vor, ja, also wir sehen Ezreal unglaublich nervig. Der geht sogar auf den Blue Build, der nicht ganz so viel Schaden macht, aber was das Kiting angeht, extrem effektiv ist. Also, ja, du wirst hier noch den alten Blue Build Ezreal kennen. Mit dem Iceboard Gauntlet, wo du halt tankier bist, du hast sehr viel Cooldown Reduction und du hast diesen Slow. Wow.
Ja, das macht man hier genial. Einfach Schaden machen mit dem Poke, die Gegner wegforcen vom Turret und jetzt weiter pushen. Und dieser Turret wird auch relativ schwer defendbar sein für das super krasse Team. Die Frage mit Shen, den hat man auf der Toplane, der hat keinen Teleport, dafür hat er sein Ultimate zur Stelle. So, jetzt hier Caitlyn wurde geholt von Sejuani. Reicht hier der Schaden des Shen Ultimate hinterher und der bekommt die Caitlyn down. Naokai kann defensiv nochmal das Ultimate einsetzen, aber ich glaube, es reicht nicht aus, um hier irgendwie einen Kill zurückzubekommen. Man bekommt einen Kill und den Inner Turret und das war's dann auch schon wieder. Ja, 9000 Gold Vorsprung. Unterm Strich trotzdem gut executed, man hat den Tower bekommen, hat die Caitlyn gekillt und hat dafür eigentlich keine Summoners burnen müssen. Dementsprechend, ich meine, oh, er hat erstmal Sieht schon an, Flash, glaube Ultimate, ich. ja. Eh, aber Ulti ist Aber das war kein Summoner voll für mich. Nein, Sejuani hat auch geflasht, meine ich. Sejuani, also geflasht, sie okay, hat sorry, geflasht sag, und geultet. Shen Ultimate, aber genau für sowas willst du halt solche Plays machen Absolut, und die waren du hast definitiv Tower okay. Ja. Bekommen. Genau du so ist hast es. noch mehr Pressure, du hast die Map noch mehr aufgemacht. Du hast dir wirklich einfach keine Chancen mehr irgendwie für, ich nenne es jetzt wirklich SKT, für das super krasse Team, irgendwelche Möglichkeiten zurückzukommen. Weil du siehst, wir haben keine Objectives außer die Turrets. Und dafür sind sie einfach zu schwach. Dafür werden sie viel zu sehr eingepressured und eingepusht. Somit haben sie eigentlich gerade wirklich keine Möglichkeit, die irgendwie aktiv Gold zu generieren. Außer vielleicht zu hoffen, dass das Respawn-Team einen Fehler macht oder Overkill. Aber ansonsten bleiben ihnen nicht viele Möglichkeiten. Wir sehen jetzt, Blue Buff wird schon wieder gesteelt. Das heißt, der ganze Jungle ist leer. Sie können wirklich gerade nichts machen. Und ich muss auch sagen, dass mir das Tempo von Respawn Esports sehr gut gefällt, weil sie eigentlich genau die Plays machen, die sie machen können. Sie Das riskieren machen nicht zu müssen. viel und machen müssen, ja. Nein, ich würde nicht mal sagen, dass sie es machen müssen. Oh ja, weil Im wenn sie Endeffekt. jetzt die Plays nicht machen, wenn sie jetzt slowen, kann die Caitlyn farmen, bekommt ihre Items und dann sind wir wieder in einer Reichweite, wo ich mit dem Team durchaus wieder wegkommen kann. Das heißt, Ja, wenn sie jetzt okay. den Speed drosseln, Ja. ist das, was sie sich jetzt die ersten 15, 20 Minuten erarbeitet haben, umsonst. Dementsprechend Ich finde ich, dass wollte sie das ich wollte jetzt nicht sagen, müssen. dass sie nichts machen, dass sie dann gar nichts mehr machen, sondern halt, ja, das ist vielleicht, dass sie gar nicht mal so viel machen müssen dafür. Jedenfalls, sie haben sehr gute Vision Control über den Baron und ich denke mal, das wird ihr nächstes Ziel sein, wenn sie hier die Waves mal durchgepusht haben, dass sie dort Baron vielleicht forcen oder vielleicht auch direkt auf die Turrets gehen. Wir werden es gleich sehen, was sie vorhaben. Ich persönlich glaube, dass sie jetzt einfach weiter pushen werden, weil warum soll ich jetzt riskieren, dass sie mir vielleicht den Baron stehlen? Oder beim Baron Naja, vielleicht Baron dagegen was forcen heißt bieten? dann nicht, dass du Baron wirklich machen sollst, sondern du kannst ja ein Fort, also ein Fight forcen, Absolut, erzwingen aber mit deswegen Sejuani Engage und so weiter natürlich. gebe ich dir absolut recht, aber jetzt gerade sind sie um so viel stärker, dass sie können einfach die Turret siegen. Somit haben sie jetzt noch die Möglichkeiten, einfach zum Tower hinzugehen. Wir sehen es jetzt, Corki hat gerade sein Package geused. Elise wird hier vom Sleep Oh, getroffen, das Karma ist da! Sleep Q, Karma, Ignite Basic Attacks. Jetzt ist halt die Frage, Elise macht hier ein wunderbares Repel. Ich glaube, es wird aber nicht ganz reichen. Sejuani Ultimate mit dem Finish. Killing Spree für Brutal Burst. Oh, was war das für ein Mata Q gegen Power Toy? Der geht hier down, der hat auch keine Summoner Spells mehr zur Verfügung. Zoe ein bisschen im Bedrängnis, läuft hier unten weg. Das finde ich jetzt sehr spannend. Also Zoe macht ihre Ulti, wird geroutet auf der Position, wo sie wo sie hingeht und kann trotzdem wieder backchargen. Finde ich sehr spannend, dass das funktioniert. Nochmal hier Jump rein, braucht man doch fast keine Mana mehr. My name is Luke, kommt rein mit dem E, wurde zwar exhausted, kann den Baum hier nicht ganz finishen. Jetzt ist aber Shen da, der nochmal dran bleibt. Okay, Ultimate kann ein bisschen die Gegner wegzonen. Jetzt ist Shen ein bisschen allein unterwegs gegen zwei, drei Leute. Aber sie sind alle irrsinnig los. Sie müssen jetzt extrem aufpassen, was sie machen. Der Shen versucht hier den Taunt durchzubringen. Aber es wird halt mehr gepokt. Sie sind zu viert, sie sind alle low. Aber es ist halt wieder kein ADC, der da Damage macht. Caitlyn, Ace in the Hole, wird ja hier nicht reichen. Sie macht halt zu wenig Schaden. Sie hat einfach gerade ihre Ulti geused und der Aswell hatte, was sagen wir, 20% HP und hat immer noch. Ja, er hat aber auch Iceborne Gauntlet. Der ist einfach ein bisschen tankier dadurch. Das ist schon klar, aber du siehst den Farm, du siehst die Items. Die Caitlyn ist einfach definitiv nicht präsent im Game. Auf der Seite von Respawn Esports hat alles wieder wunderbar funktioniert. Sie haben diesen Fight gewonnen, muss man sagen. Sie haben einen Kill bekommen und dann einfach den Turret genommen. Genauso wie auf der Botlane vorher genau. hat das einfach Jetzt geklappt. Werden sie einfach einen Drake easy snacken und werden dann noch mehr Damage machen. Die Frage ist, macht das super krasse Team jetzt so den extrem super krassen Play und macht einfach Baron? Ich glaube, sie wollen jetzt erst einmal die Vision ein bisschen denial und selbst aufbauen, dass sie hier mal einfach mal wissen, was abgeht auf die Art. Und dann, ja, vielleicht probieren sie es. Sie müssen was machen.
Genau, und sie wollen sicherlich irgendwann einen Fight forcen, den er einfach gut für sie laufen kann. Genau, deswegen ist die Frage, ich meine, Drake ist jetzt down, haben wir gesehen. Die Frage ist halt jetzt wirklich, was kannst du machen als Supercross-Team? Du bist über 10k behind, dementsprechend dein Jungle ist gewordet, beziehungsweise jetzt wieder ein bisschen dewordet, aber außer irgendwen zu picken, viele mehr Möglichkeiten hast du da nicht. Vor allem, man hat auch nicht so viel Engage. Man hat maximal Elise, Cocoon, dann vielleicht Braunfallout mit seiner Ultimate. Er hat sein Q. Ein Maoke, ja, auch noch. Ich schaue gerade, der hat leider kein Righteous Glory, was ich hier stark empfehlen würde für Maoke Engage, dass du da wirklich vorankommst. Weil Maoke W hat zwar grundsätzlich sehr guten CC, aber die Range ist gering. Und das muss man erst einmal zulassen, dass dieser Maoke so nah rankommen kann, dass er halt wirklich ein Target CC'en kann. Das Righteous Glory gebe ich dir recht. Also das wäre wahrscheinlich wirklich ein gutes Item für Maoke, um wirklich aktiv ein bisschen mehr dagegen zu machen. Auf der anderen Seite glaube ich, jetzt sind wir jetzt genau da, was du vorher angesprochen hast, vom Versuch, diesen Fight, also den Baron zu forcen. Ja, der wird auch schon gestartet. Aber sie machen jetzt einfach den Baron, weil sie gesehen haben. Sie wissen, die Gegner haben keine Vision und sie brauchen zu lange. Und ich würde gerne die HP sehen vom Baron. Ich glaube, der müsste gleich down gehen, weil man sehr viel Schaden hat gegen ihn. Jetzt ist er mal Elise zur Stelle. Oh, das war hier nochmal knapp von Caitlyn. Aber man bekommt den Baron auf der Seite von Respawn und der Kill gegen Elise. Und jetzt, ja. Caitlyn musste den flashen, damit sie rauskommt. Erstmal flasht hinterher, versucht sie zu bursten. Ulti. Nein, wird geblockt vom Raum. Alles safe. Sejuani. Und jetzt kommt Sejuani. Mit dem W bleibt dran hier. Da kam er mit dem Flash Q. Man bekommt jetzt beide Targets. Drei Leute down beim super krassen Team. Man hat die Bot Wave, die Shen eigentlich sofort pushen könnte. Ja, aber man Shen moved jetzt auch Top Lane. Man versucht diese Top Lane Wave in den Tower rein zu pressuren. Ja, die braucht ein bisschen länger, aber ich glaube, es sollte auch okay sein. Ja, aber der Maoke war schon Botlane, dementsprechend versucht man ihn zu rotieren. Corki mit dem Package, wird nicht viel machen können. Wird vielleicht versuchen, irgendwo eine Wave zu clearen, aber viele Möglichkeiten hat er nicht. Weil wenn er da eine Wave clearet, steht er im Enemy Team und dort kommt er nicht mehr raus. Maoke Ultimate trifft hier mehrere Targets, genauso den S-World. Der kann hier mit dem QSS nochmal rauskommen. Man hat keinen Schaden. Corki rein mit der Valkyrie, mit dem Package. Jetzt ist Braum da. Die Leute von Respawn sind schon ziemlich low. Was ist das für ein Gemessel? Geht einmal irgendjemand down, ist die Frage. Jetzt Shen gegen Maokai. Basic Attacks, Double Kill für ihn. Corki ist dead. Caitlyn bekommt Shen. Jetzt Zoe rein. Trifft ihn Sleep, aber kein Fallout-Damage mehr. Ja, kein Q mehr. Das war der erste Kill für die Caitlyn. Ja. Minute 25, mit eineinhalb Items hat es dann doch funktioniert irgendwie, aber trotzdem im Endeffekt, man bekommt einen Kill mehr. Und das wieder einfach besser für Respawn Esports. Ja, vor allem, man muss dazu sagen, sie haben den Baron, sie haben vorher schon einen zwei Kills gemacht, sie konnten, beziehungsweise drei Kills eigentlich, sie hatten, den Baum haben sie auch noch umgebracht. Das heißt, sie hatten Baron, drei Kills und dann noch den Turret, Inhib und noch einmal einen Kill, also zwei Kills eigentlich. Also wirklich starke Performance vom Respawn-Team. Bin gespannt, wie weit sie kommen, wenn sie so weiterspielen. Ja, es warten auf jeden Fall noch wirklich große Kaliber auf sie, die ich noch gefährlicher einschätze, keine Frage, als das super krasse Team. Aber jetzt ist natürlich klar, was der weitere Gameplan ist. Man hat Toplane offen, man hat immer noch den Baron-Buff und man kann jetzt die Botlane pushen. Also da lassen sie nicht viel Zeit vergehen. Und da hat auch die Lise ein kleines Problem, weil die ist ziemlich krass out of position. Oh, was war das für ein Schaden? Auwe. Ja, der SOL ist ziemlich stark hingegeben. 3-1, 11 mit 242 Farm. Also, der hat nicht viel falsch gemacht in diesem Game. Sejuani aggressiv rein mit dem Dash. Hat eigentlich Ultimate abgehabt. Hätte sie vielleicht sogar auf die Kettle benutzen können. Ja, aber zu wenig Follow-up. Karma ist well zu weit weg. Zoe ist auch jetzt erst gejoint. Also, hat man sich einfach noch gesaved. Ich dachte, gut, wir haben jetzt die Minions, wir siegen den Turret. Machen den Inhib und dann schauen wir mal. Wenn sie wieder wollen, dann holen wir uns die. Es ist nicht zwingend notwendig. Jetzt und da kommt Sejuani gegen Braum. Jetzt ist auch Maoke da, der ein bisschen was abblocken kann. Aber Maoke hat nämlich selbst keinen Schaden. Braum geht down. Ezreal mit seinem nächsten Kill. Nächste Q kommt hinterher, aber jetzt hat man die zwei Nexus-Turrets vor sich, die man natürlich auch ein bisschen respektieren muss. Wartet kurz auf die Minions, ganz klar. Ja, währenddessen holen sie sich den nächsten Turret. Man versucht jetzt wirklich drei Inhibs down zu bekommen. Ezreal, Karma, Zoe pushen hier die Enemies, beziehungsweise poken die Enemies ein bisschen weg und ihre eigenen Turrets. Währenddessen fällt der dritte Inhib und das Spiel nimmt seinen Lauf. Aber oh, die Qs von Ezreal, die tun so weh, das ist unglaublich. Und Maokai, ja, der wird hier nicht mehr wegkommen. Da
Wird einfach zu stark allein gelassen. Ezreal macht, was er will, bekommt Shen Ultimate drauf. Jetzt konzentriert man sich noch eher auf die Kills. Man kann aber auch direkt auf die Turrets gehen. Der erste Nexus Turret, der droppt hier schon ziemlich low. Fällt jetzt hier. Zweiter Nexus Turret. Müsste auch gleich fallen. Noch hier wieder Schlagabtäuscher hin und her. Aber der Nexus, der ist offen. Man kann jetzt finishen auf der Seite von eSports Respawn. Oder umgekehrt. Respawn eSports.